darf ihn nicht. Okay. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht. Mach's gut, Nate. Ich habe in den Chat geguckt. Du hättest Dreieck drücken müssen. Einmal Dreieck. Habe ich, aber zu spät, weil ich in den Chat geguckt habe. Scheiße. Aber es ist speichert. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Es reicht. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. Wir sind schuld. Oh Gott, du Penner. So ist richtig. Kannst du mit Schmerzen umgehen? Ja. Das wird sie zu schnell, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Oh, ich erkenne gar nicht, welcher jetzt welcher Angriff ist. Also wo wann von links und wann von rechts und so. Nun. Das ist geraten. Ah, fuck. Tat das weh? Shit. Boah, der Typ ist ja völlig am Rad. Ja, was der da jetzt uns. Scheiße. Okay. Du hast dich geschnitten, ne? Jetzt sterben vor dem Ende noch beide an einer Rauchvergiftung. Bad End. Los doch! Ach Mann, immer falsch. Okay. Hi, Brian. Jetzt hätte ich ihn gehabt. Okay, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ah, zu spät. Shit. Das ist mal ein genialer Endkampf irgendwie. Ich mag es. Ist definitiv was Besonderes und wirkt mega cool. Ausweichen, parieren, los doch! Shit, 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 shit. Okay, jetzt. Super schwierig tatsächlich, also man muss wirklich gucken. Oh, komm. Ich war doch jetzt nicht langsamer als er gerade mit dem Hacken. Und es ruckelt manchmal ziemlich eklig. Muss man auch dazu sagen. Okay, er ist irgendwie immer schneller. Wenn ich jetzt gleichzeitig zuhaue. Fuck. Ich habe halt keine Ahnung, ob er auch regeneriert und so, das weiß ich jetzt gar nicht. Oha, hast gesehen, wie er gerade geslidet ist? Nein. Der steht auf Rollschuhen, der Typ. Nein, aber der Kampf sieht mega genial aus. Wenn man zweimal pariert hat,
Wenn man zweimal pariert hat, kann man ihn angreifen. Tja. Tja. Jetzt kommen wir der Sache näher. Was stimmt nicht mit dir? Tja. Vom Wickeltisch gefallen. Sicher halt. Fuck. Ah, nein. Okay, okay, okay. Das ist ganz knapp gerade. Hm. Ich weiß. Falls es dich aufmuntert, sie meinen auch, dass der Kampfbock schwer wäre. Man muss halt echt ziemlich genau hingucken, was er macht. Also es ist sehr geil nachempfunden, wie das vielleicht wirklich wäre beim Fechten. Könnte etwas nie tun. Alter. Komm schon, Legende. Es geht bestimmt noch weiter. Ah. Oh, jetzt hackt er aber richtig zu, ey. Jetzt will er es aber wissen, du. Jetzt hat er mich gleich. Ah! Ich hab doch einen Block. Komm, regenerier dich. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Ich weiß nicht, ob ich gerade was machen konnte. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge. Mit ernsthaften Größen war. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nathan Drake. Nathan! Wow, wow. Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut. Ich will nichts verschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Alles. Bis auf das. Das habe ich mir verdient. Das alles. Udo Schenk hätte den auch gut sprechen können. Ja. Ist der Schatz, Rafe? Er gehört dir. Heilige Scheiße. Wow. Zerdrückt unter diesem Gewicht. Komm, schaff mich hier raus. Hey! Das war intensiv. Das war richtig geil. Also ich habe, glaube ich, es ist simpel. Eine simple Idee. Aber ich habe noch nie so einen genial intensiven Bosskampf gehabt, der auch noch Spaß macht. Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Brüderchen. Oh nein. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Schon, Nathan, ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Nathan, der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Das ist es. Das machst du. Vertrau mir. Halt den Kopf und...
Und durch den Auftrieb des Wassers. Hui. Du bist absolut verrückt, Mann. Das sagt der Richtige. Jetzt ruckelt's ein bisschen. Das überfordert die PS4 Slim dann doch ein bisschen. Die Szene hier. Boah, die Szene ist aber auch krass. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Das war mega geil. Gegen Ende wurde es dann nochmal richtig cool. Ja. Oh, Nate! Nate! Bist du okay? Hey Sully, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Und hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Ja, soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Voll ungewohnt. Wenn du in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Dieser Farbe zu sehen. Dann weiß. Einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschung überall auf dem Bett des Direktors. Eine hey, 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 was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, The Great Nate. Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, Entschuldigung. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Das arme Mädchen. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum das geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal, wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Er gibt Tipps zum Kacken gehen. Am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Nun... Wir haben es weit gebracht.
Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Es war schön, komm nie zurück. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab, zieh Leine. Ist er voll? Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Ja, das war was anderes, Florey. Was ganz anderes. Also, bevor ich hier eingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Sorry. Mit den Leuten, ja. Sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ist nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Yay. Yeah. Nein. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Geil. Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann. What? Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja.
Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Meine Hand-Augen-Koordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja auf sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön.